Worauf kann ich sterben? Die Rechtfertigung des Gottlosen als Fundament unseres Lebens, unserer Existenz, das ist unser Thema heute Abend. Ich las von einem Jungen, der nach Bubenart alles, was er fand, in seine Hosentasche buxierte, so eines Tages auch einen merkwürdigen weißen Steinbrocken, den er auf einer Baustelle entdeckte. Es war ein sehr heißer Tag und anschließend wartete er mit seinen Freunden in den kühlen Dorfteich und plötzlich beginnt der Kleine schrecklich zu schreien, es brennt, mein Bein brennt. Seine Kameraden möchten ihn eigentlich für verrückt halten, denn wie kann es brennen in dem kühlen Wasser? Aber er fährt fort zu schreien, bis man ihn ans Ufer bringt und tatsächlich zeigt sich an seinem Oberschenkel eine so tiefe Brandwunde, dass ärztliche Hilfe sofort nötig wird. Bei jenem seltsamen weißen Steinbrocken hatte es sich um ein Stück gebrannten, ungelöschten Kalk gehandelt. Wir wissen, wenn solch ein Stück ungelöschten Kalkes mit Wasser in Berührung kommt, dann gibt es eine sehr heftige chemische Reaktion, begleitet mit Zischen und Sieden und mächtiger Wärmeentwicklung. Das soll ein kleines Bild sein für das, was geschieht, wenn Gottes heiliges Gesetz auf den von Gott entfremdeten Menschen stößt. Fleisch ist in der Bibel bei Martin Luther wie bei Paulus eine Bezeichnung für den Menschen insgesamt, ein Ganzheitsurteil. Was vom Fleisch geboren ist, sagt Jesus, das ist Fleisch. Was meint dieses Wort denn? Fleisch meint den Menschen in seinem Widerstand gegen Gott. Man könnte sagen, Fleisch ist die Sucht des Menschen nach sich selbst. Selbstsucht. Luther hat dafür ein sehr anschauliches Wort. Luther sagt, der Mensch ist incurvatus in se. Wörtlich übersetzt, er ist eingekurvt in sich selbst hinein. Da könnte man an ein Karussell denken. Da steht sich um die eigene Achse dreht. Also der Mensch wie ein Karussell, das sich um sich selber dreht und dabei recht schrille Töne von sich gibt, die immer so heißen. Ich, meiner, mir, mich. Ich, meiner, mir, mich. Und dahinter steht der Anspruch, dass alles und alle, die ganze Menschheit und das Weltall und auch Gott, um dieses Ich rotieren müssten. Mittelpunktshaltung hat ein Theologe das genannt, eingekurvt in sich selbst. Oder ein anderes Bild. Man stelle sich einen Mann vor, der in einem Boot sitzt und nur ein Ruder auf einer Seite zu betätigen vermag. Und je größer der Eifer wird und je stärker die Anstrengung, desto weniger kommt er vom Fleck, desto mehr rotiert er um die eigene Achse. Der Mensch eingekurvt in sich selbst, vernarrt in sich, vergafft in sich. Der Mensch, der sein wahres Thema Gott verloren hat und jetzt um sich selber kreist. Und der, das ist ja ein Thema heute in der Psychologie, jetzt eifrig darauf bedacht ist, wie finde ich mich selbst? Man will verzweifelt man selbst sein, sich finden. Und dann wieder will man verzweifelt nur ja nicht man selbst sein. Man will sich loswerden. Und beides gerät nicht bei diesem in sich eingekrümmten, in sich verkurften Menschen. Selbstsucht. Fleisch. Nun, die Sünde, die dabei an den Tag kommt, kann ganz verschiedene Gestalten annehmen. Es ist ein Gesicht der Sünde, aber dieses eine Gesicht hat mindestens drei verschiedene Masken. Und ich möchte einfach drei Typen von Sünde, wenn wir fragen, was ist das eigentlich, der gottlose Mensch, drei Typen von Gottlosigkeit ein bisschen vor uns hinstellen. Da ist zunächst der Zöllner Zachäus. Wenn man diesen erfolgreichen Zolldirektor dort in Jericho bei einem Interview fragen würde, wie er denn zu seiner herrlichen Villa inklusive Swimmingpool gekommen sei, dann wird er uns grinsend sein Erfolgsrezept mitteilen. Ja, seit ich den Alten los bin, den Alten da vom Sinai, seit seine Gebote zum alten Eisen geworfen wurden bei mir, da klimpert das Gold.
Wissen Sie, die Weisung Gottes war mir wie ein Zaun, der mein Leben einengte. Bis ich verstand, hinter dem Zaun, da wächst die Freiheit, da glüht die Lust. Und dann bin ich hinübergesprungen über den Zaun, über die Gebote Gottes hinweg. Diese Art von Sünde ist uns vielleicht am geläufigsten. Man könnte sagen, Sünde in der Gestalt von Übertretung, über den Zaun hinweg. Das wäre der erste Trick des Satans, dass er uns den Lebensraum, den Gott durch gute Weisungen abgesteckt hat, wie mit Leitplanken und wo er hier und da rote Ampeln aufgerichtet hat, um unser Leben zu schützen, dass uns dieser umfriedete Lebensraum wie ein Gefängnis erscheint. Und der Satan uns deutlich machen möchte, die Freiheit wohnt dahinter. Was, du sollst nicht Ehe brechen? Merkst du nicht, dass du damit das Glück und das Prickelnde, das Faszinierende des Lebens verspielst, dass du muffig eng wirst, moralisch verklemmt? Spring über den Zaun, das heißt Leben. So springt der Mensch über den Zaun, sägt mit Lust den Ast ab, auf dem er sitzt, und schreit dabei jauchzend, jetzt bin ich frei. Modell Zachäus. Sünde als Übertretung, über den Zaun hinweg. Ein zweites Modell von Sünde und Gottlosigkeit, das ganz anders aussieht. Modell Pharisäer Saulus. Da steht dieser junge, hochbegabte Theologe, der fromme Eiferer, eine Zierde seiner Generation vor uns. Und das ist schon erstaunlich, was dieser junge Pharisäer, dieser Eiferer für Gottes Sache erreicht hat bei diesen Klimmzügen nach oben. Später hat er dann entdeckt, Thema bei all diesem Bemühen war nicht Gott. Ich habe Gott gesagt, aber ich habe mich selbst gemeint. Später spricht er davon, er habe versucht, die eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Seinen Eigenruhm habe er gesucht, sozusagen unter Benutzung Gottes. Gott war die Planierraupe, die dem Triumphwagen des frommen Saul die Bahn schaffen sollte. Paulus war wohl der Meinung, meine Sünde, die Sünde des Pharisäers, diese in Anführungsstrichen fromme Sünde, sie ist viel tiefgreifender, viel bösartiger, viel heimtückischer als die Sünde der Huren und der Zöllner und der Mörder. Zweites Modell der Sünde, also selbstherrliche, ichsüchtige Erfüllung. Hochmut. Drittes Modell, der Mönch Martin Luther. Wenn man den von Fasten und Wachen, Geißelhieben und unerbittlicher Selbsterforschung gezeichneten Mann fragen würde, was quält dich denn so? Dann würde er sagen, ich bin dem Gesetz Gottes begegnet. Und damit lässt sich nicht spaßen. Eines habe ich entdeckt, es geht ums Ganze. Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ihm vertrauen. Ihn. Und jetzt steht das Gesetz vor mir, das wäre das dritte Bild, nicht wie ein Zaun, nicht wie eine Himmelsleiter, sondern wie eine senkrecht emporragende, ja geradezu überhängende und dazu total vereiste Steilwand. Ich weiß, da oben muss ich hinkommen. Den Gipfel muss ich erreichen. Weniger wäre zu wenig. Und dabei stürze ich doch immer schon nach 10 Metern ab und liege am Boden. Ich muss hinauf, ich muss, aber ich kann es nicht. Dieses Müssen ist das eine, das Nicht-Können das andere. Und zwischen diesen beiden Sätzen, zwischen diesen beiden Erfahrungen verzweifelt er. Ich soll Gott lieben? Lieben? Ich beginne ihn zu hassen, diesen Gott, der mich so überfordert, mich so quält, an dem ich zerbreche. Das ist der dritte Trick des Satans. Die Weisung Gottes, das Gesetz, von der Gnade, von dem Evangelium abzukoppeln, es zu isolieren und damit den Menschen in die Verzweiflung zu treiben. Der Tod des Judas, das heißt Gesetz allein. Sage Gott ab und stirb, so hat Hiobs Frau ihrem gequälten Mann geraten. Sünde bei Luther, Verzweiflung und Gotteshass. Ich war, das ist sehr eigenartig. Sünde kann ganz unterschiedlich aussehen. Dass wir nur ja nicht immer meinen, Sünde, das sieht aus wie bei Zachäus. Übertretung.
Übermut über den Zaun hinweg. Fromme Sünde sieht häufig sehr viel mehr aus wie bei dem Pharisäer Saulus. Dieser Hochmut, die selbstherrliche Erfüllung, bei der man meint, ein bisschen ist doch an mir dran. Oder die dritte Variation, Sünde als Gottes Hass und Verzweiflung. Also ganz verschiedene Masken hat die eine Sünde, aber sie hat doch eine gemeinsame Mitte. Alle diese drei Typen wollen sich selbst verwirklichen. Alle diese drei Typen sind eingekrümmt in sich selbst, vergafft in sich, vernarrt in sich, haben sich zum Thema. Die Frage ist jetzt, wie kann solchen Gottlosen geholfen werden? Und jetzt wollen wir an einigen Stellen hineinhorchen in diesen Galater-Kommentar, in dem es ungeheure Sätze gibt. Zum Beispiel diesen. Er ist der größte Räuber, Mörder, Ehebrecher, Dieb, Tempelschänder, Lästerer, der durch keinen Verbrecher in der Welt je übertroffen wird. Da meint Luther natürlich Kaiser Karl den V., der ihn durch die Acht vom Leben in den Tod befördern wollte. Nein, er meint nicht Karl den V. Ja, dann meint er wohl Leo den X., jenen Papst, der ihn durch Exkommunikation aus der Gemeinde Gottes ausschließen und dem höllischen Feuer überantworten wollte. Nein, er meint auch nicht Leo den X. Ja, dann kann ja wohl nur übrig bleiben, dass er sich selbst meint. Ich bin der Größte, ich der verlorene und verdammte Sünder, ich der stinkende Madensack, wie er von sich sagen kann. Aber auch das ist falsch. Luther spricht nicht von sich. Nicht von sich, sagt er, er ist der Größte, Räuber, Mörder, Ehebrecher, Heiligtumschänder und einen Größeren wird's nie geben. Das Erregende ist, das ist eine Aussage über Jesus Christus. Ja, wie kann Luther so etwas sagen? Ist das nicht Blasphemie, Gotteslästerung? Ja, wenn Luther das erfunden hätte. Aber nun spricht es nur dem Apostel Paulus nach. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Ja, wenn das der Apostel Paulus sich ausgedacht hätte. Aber der Apostel Paulus sucht ja nur nachzuzeichnen, was Gott selbst getan hat. Gott hat ihn zur Sünde gemacht. Und darum diese Sätze. Er ist der Größte, Räuber, Mörder, Ehebrecher, weil alle Sünde aller Zeiten, aller Menschen sich in ihm zusammenfasst. Für uns. Luther betont das leidenschaftlich. Er sagt, die ganze Gewalt liegt darin, dass einer die Pronomina gut auf sich bezieht. Die Pronomina, das sind diese kleinen Fürwörtchen. Man muss das Wörtlein fürwörtlich nehmen, wortwörtlich. Für dich, für mich, daran hängt's. Daran hängt das Ganze. Alles ist verloren, sagt Luther, wenn man Jesus Christus von den Sünden und dem Sünder scheiden will. In der Lehre, in der Botschaft, in der Sache, da wird über das Leben entschieden. Und darum gibt es bei Luther einen geradezu beschwörenden Ruf, den ich ein bisschen auslegen möchte. Wenn du in der Sache der Rechtfertigung die Person Christi und deine Person unterscheidest, dann wirst du vom Gesetz verdammt werden. Wehe dem, der seine Person von der Person Christi unterscheidet. Ja, das ist nun sehr merkwürdig. Habe ich mich denn nicht von Jesus zu unterscheiden? Kann ich denn sagen, ich bin Jesus? Und da bin ich bei der Rechtfertigung. Und nun sagt Luther, an dieser Stelle darfst du um der ewigen Seligkeit willen dich von Jesus nicht unterscheiden. Also, wage es und sage jetzt hier laut und öffentlich, ich bin Jesus Christus. Und wer es nicht sagt, stirbt, sagt Luther. Zitat. Durch den Glauben wirst du so mit Christus zusammengeschweißt, dass aus dir und ihm gleichsam eine Person wird, die man von ihm nicht losreißen kann, sondern die beständig an ihm hängt und spricht, ich bin Christus. Und Christus wiederum spricht, ich bin jener Sünder, der an mir hängt und an dem ich hänge. Denn wir sind durch den Glauben mit ihm zu einem Fleisch und Bein verbunden, so dass dieser Glaube Christus und mich enger verbindet, als Gatte und Gattin verbunden sind. Das ist auch keine lutherische Erfindung,
sondern das ist das Evangelium des Neuen Testamentes. Ich lebe, sagt Paulus, aber was heißt das? Christus lebt in mir. Luther hat das ja immer den fröhlichen Tausch genannt. Da tauscht er und ich, und was tauschen wir? Wir tauschen unsere Existenz aus. Er wird ich, ich werde er. Es gibt eine schöne Anekdote, an der man sich das sicher einprägen kann. Da sei der Teufel durch Wittenberg gezogen, habe vor dem Hause Luthers Halt gemacht und habe gefragt, wohnt der Dr. Luther hier? Luther habe aus dem Fenster geschaut, habe sich das Wesen dort unten angeschaut und geantwortet, nein, der Dr. Luther ist schon lange tot. Ja, wer wohnt denn jetzt hier? Ja, hier wohnt der Herr Jesus Christus. Worauf der Satan nichts anderes zu tun hatte, als seinen Schweif schleunig einzuziehen und sich davon zu machen. So, und jetzt sind wir beim Christenstand. Aus unserem Fall ist ein Stand geworden. Ein Stand. Was ist das für ein Stand und wo stehe ich da? Das macht ja die Besonderheit des Menschen aus, dass er stehen darf. Die aufrechte, senkrechte Körperhaltung ist das Zeichen, das Ebenbildzeichen der Herrschaft Gottes. Aus dem Stand dürfen wir jetzt leben, nachdem wir im Fall am Boden lagen. Sie kennen sicher alle den resignierenden Satz, niemand kann aus seiner Haut heraus. Ich denke, wir haben alle schon drunter gelitten, auch wenn die Haut manchmal spannt. Wie soll man aus seiner Haut heraus? Luther sagt, die Tatsache, dass Christus in mir wohnt, macht, dass ich aus meiner Haut herauskomme und in Christus und in sein Reich versetzt werde. Es steht dort wörtlich, ich werde transplantiert. Transplantiert, Verpflanzung. Ich werde sozusagen ausgegraben aus mir selbst heraus, aus meinem Kreisen um mich selbst herausgeholt und verpflanzt in einen guten Boden hinein, der Christus heißt. Ich bekomme eine neue Existenz. Das Wort Existenz im Lateinischen, existere, heißt ja herausstehen aus. Christliche Existenz heißt also, ich stehe heraus aus mir selbst. Wo stehe ich denn dann? Ja, eben nicht im Nichts, sondern ich stehe jetzt außerhalb meiner selbst in Jesus Christus. Das ist mein Platz. Jetzt brauche ich mir keinen Namen mehr zu machen, damit ich wer bin, sondern jetzt darf ich sagen, ich heiße Christ und er ist wer? Der Stand außerhalb meiner selbst. Da kann ein Christ sagen, mit mir bin ich fertig. Ja, wenn man mit sich fertig ist, dann kann man eigentlich ein bisschen amüsiert und auch mit Mitleid jene schreckliche, verkrampfte, um sich Kurven anschauen, das heute passiert. Den wahnsinnigen Rausch des um sich selbst sich drehen, um nur ja sich selbst zu finden und sich selbst zu verwirklichen und dann in der Öffentlichkeit seine intimsten Dinge nach außen zu kehren, immer mit dem Wahn, damit finde ich mich. Ich brauche mich überhaupt nicht zu finden, ich bin mir selbst entnommen und außerhalb meiner selbst stehe. Ich gehe mich nichts mehr an. Luther sagt das so. Das ist der Grund, warum unsere Theologie Gewissheit hat. Sie reißt uns von uns selber weg und stellt uns außerhalb unserer Extranos, sodass wir nicht auf unsere Kräfte, auf unser Gewissen und unsere Werke uns stützen, sondern auf das, was außerhalb unser ist, nämlich auf die Verheißung und Wahrheit Gottes, die nicht täuschen kann. Ja, wenn man das so in die Gegend sagt, da muss man fragen, ob diese Lehre nicht lose Leute macht. Macht nicht diese Lehre lose Leute? Das ist die Christenkunst, vom Gesetz nicht zu halten. Ein Vikar hat das einmal erlebt, da hat er kräftig gepredigt, Jesus Christus hat uns freigemacht vom Gesetz. Und nach dem Gottesdienst kommt eine Dame zu ihm und sagt, das ist auch unsere Erfahrung. Seit wir unsere Steuererklärung ein bisschen manipulieren, uns nicht mehr nach dem Gesetz richten, floriert auch das Geschäft. Dieser Bruch scheint uns lächerlich weit. Und er ist doch in der Kirchengeschichte immer sehr nahe gewesen. Dass nämlich aus der Rechtfertigung des Sünders die Rechtfertigung der Sünde wird. Paulus hat schon am Anfang von Römer 6 damit zu kämpfen. Da heißt es ja am Ende von Römer 5, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade übermächtig geworden. Und da gibt es einige seltsame Logiker, die sagen, also ist die Gnade ja eine großartige, grandiose Müllvernichtungsanlage.
Und deren Kapazität muss doch voll ausgenutzt werden. Man muss ihr doch die Chance geben, dass sie zeigen kann, was sie schafft, diese Gnade. Also lasst uns sündigen, 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 damit die grandiose Übermacht der Gnade an den Tag kommt. Sündigen zur größeren Ehre Gottes und seiner Gnade. Diese teuflische Logik entsteht bei der Predigt von der Rechtfertigung allein aus Gnaden immer dann. Luther hat das in seiner Visitationspraxis mit Schmerz entdecken müssen. Immer dann, wenn die Sache im Kopf stecken bleibt. Wenn die Sache zu einer religiösen Theorie, zu einer Gnadenideologie wird und das Herz nicht verwandelt, dann bleibt der alte Adam unter der Evangeliumspredigt, wer er war. Nein, er wird schlimmer. Er versucht jetzt unter der Gnadendecke, wie mit einer Tarnmaske, sein altes Leben umso ungestörter, sozusagen christlich legitimiert weiterzuführen. Deshalb hat Luther gesagt, das Ganze sei periculosissima doctrina, höchst gefährliche Lehre. Da, wo das Herz nicht verwandelt wird, sondern wo der Kopf sich eine Ideologie, eine fromme Ideologie zurechtlebt, geht's in die Sünde hinein. Wo aber Jesus Christus einen Menschen lebendig verwandelt, da wird dieser Mensch neu, da kann es gar nicht anders sein, dass Jesus den Schuldigen nicht nur freispricht, sondern jetzt auch verwandelt. Ich schließe. Summe, als Unannehmbare angenommen. Das ist Sterbetrost und das gibt Lebensmut. Gott macht mich den Gottlosen gerecht. Frage ist, ob ich zu diesem Handeln Gottes Ja sage, nämlich, du bist ein Gottloser, auch du Bekehrter, du 20 Jahre mit Heiligung Beschäftigter, ein Gottloser, ein Aussätziger bis zur letzten Stunde. Und gerade als dieser Gottlose sollst du um Jesu Willen gerecht gesprochen sein. Ein Theologe unseres Jahrhunderts hat das so formuliert, Gott nimmt die Unannehmbaren an. Was muss ich also annehmen? Erstens, dass ich unannehmbar bin. Luther hat gesagt, da sitzt das Problem. Wir wollen Gott annehmbare Leute präsentieren. Und wenn wir noch so zerlumpt sind, wenigstens eine rote Rose soll im Knopfloch stecken oder der Schlips soll ordentlich gebunden sein. Ein bisschen annehmbar. Wir wollen als passable Leute ins Himmelreich hinein passieren. Aber Gott nimmt nur Unannehmbare an. Das ist uns sehr peinlich. Es scheint uns eine Verunglimpfung unserer Menschenwürde zu sein, dass wir so total ausgezogen werden, unannehmbar. Und erst recht eine Verunglimpfung unseres engagierten Christenlebens. Aber durch dieses Nadelöhr muss das Kamel, wenn es ins Reich Gottes kommen soll. Die menschliche Vernunft wollte Gott lieber einen erträumten und gemalten Sünder bringen. Einen gesunden möchten sie zu Gott bringen, nicht einen, der den Arzt braucht. Aber davon leben wir. Dass Gott nicht für erdichtete und gemalte Sünder gestorben ist, sondern für so leibhafte Sünder wie wir. Davon leben wir, dass Gott wirklich uns als Unannehmbare annimmt. Davon leben wir, dass es bis in die letzte Stunde gilt, da kommt ein Sünder her, der gern fürs Lösgeld selig wäre. Das ist nicht lutherische Theologie. Unterschied etwa zu reformierter oder zu katholischer, sondern das ist das eine biblische Evangelium. Wir lehren nichts Neues, sondern die alten Dinge. Und dass wir es nur gut einschärfen, so dass wir es nicht nur im Munde hätten, sondern im tiefsten Herzen behalten. Und hauptsächlich im Todeskampf wohl gebrauchen könnten. Gott nimmt mich Unannehmbaren an. Gott macht mich Gottlosen gerecht. Das ist Sterbetrost und Lebensfreude. Nun weiß ich das und will.
Im Leben gestärkt. Sie hörten den Mitschnitt eines öffentlichen Vortrags von Pfarrer Siegfried Kettling, Dozent an der Missionsschule Unterweissach. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, dass die Aussagen auf dieser Kassette für Ihr persönliches Leben von Nutzen und hilfreich sind.